Also wir leben diese Duzkultur. Wir sprechen auch mit unseren Bewerbern per Du, weil uns das einfach wichtig ist, da auch einfach eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Warum bietet denn die Hypovereinsbank keinen Direkteinstieg für Studienabsolventinnen? Ist denn ein Trainee-Programm wirklich so viel besser? Ich finde, das Trainee-Programm ist der perfekte Einstieg. Also du hast wirklich die Möglichkeit, erstmal anzukommen, aber nicht nur über die Schulter zu gucken, sondern wirklich in diesen 12 bis 15 Monaten, die du da dabei bist, viel zu lernen, viel kennenzulernen, aber eben auch schon sukzessive Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, je länger du dabei bist, umso mehr wirst du auch in eigenen Projekten oder in eigenen Zuständigkeiten oder auch mit eigenen Kunden arbeiten. Ganz viele unserer Trainees gehen nach Mailand, zu unserer Muttergesellschaft, zur UniCredit. Uns ist Weiterbildung ganz wichtig, dass du dich auch weiter qualifizieren kannst. Mit dem Studium hört das Lernen nicht auf und du hast die Möglichkeit, wirklich fachspezifisch Trainings zu machen. Du hast aber auch die Möglichkeit, über ein Weiterbildungsbudget, das du als Trainee hast, dich selber persönlich weiter zu qualifizieren. Wie zukunftssicher ist denn die Bankingbranche? Gerade in Bezug auf Digitalthemen, bin ich da nicht bei jungen Unternehmen oder großen Weltunternehmen wie Google oder Apple besser aufgestellt? Gute Frage, tatsächlich. Ich glaube, dass wir tatsächlich sehr, sehr gut aufgestellt sind. Wir sind da ganz offen und ich glaube auch durchaus selbstreflektiert. Wir haben im letzten Jahr einen eigenen Vorstandsbereich tatsächlich gegründet, der die digitalen Themen bearbeitet, in dem Teams sich um alles kümmern, was Digitalisierung hier in der Bank ausmacht. Wenn du als Trainee bei uns startest, du erhältst einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Ja. Du kommst in ein Unternehmen, das schon gewachsene Strukturen hat und Prozesse und in dem du dich auf viele Dinge schon verlassen kannst, die einfach gut funktionieren. Wenn du dich für uns entscheidest, dann planen wir auch sehr gerne langfristig mit dir. Du hast jetzt gemeint, dass ihr ein Riesenkonzern seid und weltweit aufgestellt seid. Ist denn so ein Riesenkonzern nicht extrem hierarchisch, sodass ich als Trainee schwierige oder ganz, ganz schwierige Chancen habe, überhaupt aufzusteigen? Ich bin seit 25 Jahren in der Bank und ich habe da schon eine Entwicklung mitgemacht, die unglaublich war. Also tatsächlich, als ich hier angefangen habe, hieß unser Vorstandssprecher Schmidt und ich habe den nicht einmal gesehen. Jetzt gehen wir regelmäßig, habe ich dir ja schon erzählt, auch auf dem Weg hierher in unsere Kaffeebar, die ich dir vorhin gezeigt habe. Da sehen wir unsere CEO regelmäßig, da gehen regelmäßig unsere Vorstände miteinander, aber auch mal mit Mitarbeitern zum Kaffee trinken. Letztes Jahr auch ganz offiziell hat der Vorstand allen Mitarbeitern das Du angeboten. Also wir leben diese Duzkultur. Wir sprechen auch mit unseren Bewerbern per Du, weil uns das einfach wichtig ist, da auch eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Also du hast als Trainee schon ganz, ganz viele Möglichkeiten, dein Netzwerk aufzubauen, Kontakte zu knüpfen, auch tatsächlich präsent und visibel zu sein vor dem Vorstand. Es gibt auch Veranstaltungen wie von dem Trainee-Tag, von dem ich dir erzählt habe. Jetzt in meiner Generation ist ja ganz oft das Thema Startup und zum Beispiel Fintech-Unternehmen. Was ist denn wirklich der Vorteil von einem Großkonzern? Du kommst hier in ein funktionierendes System, in dem du genau die Möglichkeit hast, deine Ziele zu erreichen und auch aufzusteigen, auch Verantwortung zu übernehmen, vielleicht auch eine Führungsrolle irgendwann mal zu übernehmen. Auf der einen Seite und trotzdem hast du aber die Möglichkeit, auch die Dinge zu leben, die dir wichtig sind. Also wir sind ein großes Unternehmen und wir bieten dir natürlich auch total viele Möglichkeiten. Wenn du dir ein Netzwerk aufbaust in deinem Trainee-Programm, wenn du deine Rotationen machst, wenn du auch ins Ausland gehst und danach in einem Job einsteigst und den, sagen wir mal, 2, 3 Jahre machst, spezialisierst, da auch quasi dir eine Expertise aufbaust und dann sagst, hey, wo geht's mit dem nächsten Schritt weiter? Und vielleicht geht's in dem Bereich nicht weiter oder du interessierst dich auch für ein anderes Feld oder sowas. Wir bieten dir einfach als großes Unternehmen zahlreiche Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Wir predigen das tatsächlich unseren Trainees immer wieder. Das Allerwichtigste, was du in den ersten Monaten im Unternehmen machst, ist, dass du dir ein Netzwerk aufbaust, dass du viele Menschen kennenlernst, dass du mit vielen Leuten in Kontakt kommst. Die Kontakte werden dir später immer helfen. Super, vielen Dank. Hat mir sehr geholfen, deine Antworten auf meine Fragen. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Vielen Dank für deine Zeit und ich bringe dich noch raus.